Herzlich willkommen zu Call of Duty Ghosts im Multiplayer Devastation Hardcore. Ich spiele heute Hardcore, weil es einfach besser ist. Ich hatte ganz, ganz viele Folgen aufgenommen von Call of Duty extra für euch. Und es sollte eigentlich jeden Tag kommen, seitdem Devastation draußen ist. Und es ist wirklich passiert, dass ich ganz, ganz viel am Stück mal aufgenommen habe. Und dann eiskalt mein Mikro nicht an war. Und es war alles umsonst. Und da waren sogar echt ein paar gute Runden dabei. Und wir spielen hier Suchen und Retten, oder was? Dann suchen und retten wir mal hier in Unterzahl irgendwas. Ah, wir müssen die... Warte, was suchen und zerstören? Ist das Suchen und Zerstören und Suchen und Retten dasselbe? Das wird dasselbe sein, hoffe ich. Ist das ein One-Life-Ding? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ist das ein One-Lifer gewesen? Ist schon lange her. Wenn mein Mikrofon in den Aufnahmen zu laut ist, dann werde ich das nächste Runde checken. Ah. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Okay, ich glaube, die leben nicht wieder. Ist ein One-Rounder. Yes! Erste Runde haben wir geholt. Obwohl, das war ganz gut von mir. Das war ganz gut von mir. Da habe ich zwei geholt. Warum ist Happy Gold leuchtend? Huh, das, oh, der hat mich gesehen. Aber dann hat er Happy getroffen. Happy, Happy. Peng, peng, peng. Piu, piu, piu. Warum hat er so einen Dog-Tag da? Na, jetzt hat er es nicht mehr. Okay, also ist ein One-Life-Ding. Oh, das ist spannend. Ich mag das. Also ich finde das cool. Das ist recht geil. Und schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Und dann unten können sie auch langkommen, ne? Oh shit. Oh, da waren zwei! Ach so, ja stimmt, wenn mich einer rettet, bin ich nochmal zurück, ne? Ach so war das, genau. Das heißt, der eine wurde gerettet. Third person hier. Oh, da hätte ich mir nichts riskieren sollen. Lord Peter, da wurde eingesammelt. Oh Gott, 3-1 hier von uns down. Ist mal was anderes hier, suchen und retten, habe ich mir nie ausgesucht. Ist hier einfach Hardcore. Da kann alles kommen. Und jetzt ist fully armed. Sehr schön hier gemacht vom Gegnerteam. Und... müsste noch 4 Gegner besiegen und eine Bombe und noch 3 Gegner und eine Bombe. Zack, schöne Camp Granada. Und da ist er down. Oh, 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 da müssen wir besser verteidigen. Deep Dive Friday ist der letzte. Wurde hier von der Honey Badger geholt. Hat so ein Master Chief Helm auf. Wuhu! Ah, und da zuckt er nochmal zusammen. Oh Gott. Wieso sind wir noch einer weniger? Das macht den Modus ein bisschen unfair. Ein bisschen ist great. Das war den Modus extrem unfair. Kill confirmed. Ich habe 3 Leute gekillt, ein Teammate angeschossen, leider. Okay, komm. Noch happy. Er war natürlich, dass er Nox holen will. Da kommt er doch, er will Nox holen. Yes. Oh, Nox ist wieder da. Er hat Nox noch bekommen. Dafür ist Nox jetzt raus. Happy. Da mies man den Bombenplatz. Das wird noch was. Die Friday gegen Nox. Nox natürlich auch deren stärkster Spieler hier gewesen, was die Kills angeht. Und der ist noch im Rennen jetzt. Jetzt aber 101-Bomben legen könnte man schaffen. Kann man machen. Wieder nach A oder wieder nach B gehen. Die Friday. Ist dein Ding. Kann ich ja dem anderen zusehen? Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Punkt keine. Keine auf dem Punkt.
Oh Gott, der wird A gehen. Die Bombe wurde platziert. Da ist die Bombe scharf. Die Friday jetzt hier ganz klar im Nachteil. Oh Gott. Eine Trash Bang. Schön, und jetzt ab zum Bombchen. Ah, Wolska. Gut gemacht. Entschärft das Ding. Packt den Koffer aus. Hier den linken Draht. Ja, und dann den Knopf drehen. Sehr schön. Ach. Ja, ich mag diesen Modus halt mehr, weil es hier ein bisschen taktischer vorgeht und man hier nicht halt diesen, ja, kann man nicht erklären. Hier müssen die Leute auch was machen. Also es gibt keine Camper, weil auch das Gegnerteam was machen muss. Und ja, Halftime, aber wir sind hier im richtigen Team. Jetzt sind wir die Angreifer. Jetzt können wir auch ungefähr ausrechnen, wie lange wir nämlich gebraucht haben. Ich glaube, die kamen nicht rein. Nein! One for one. Aber man kann mich noch retten. Da rette mich! Komm schon, Old Lord. Nein, nein, nein. Aber da wird dein Kumpel gerettet. Aber 2-1 nur. Okay, 2-2. Oh, aber den hat er noch. 3-2. Das sieht nicht gut aus. Aber direkt wieder gerettet. Und jetzt ist er nochmal tot. Und es sind noch 21 Uhr. Gegen die ganze Crowd. Mann, Mann, Mann. Ich habe zwar einen gekillt, mich hat es aber danach zerrissen. Bombe ist down, wissen die natürlich auch. Schleicht sich ein Gegner vor, keiner merkt's. Yo, jetzt wissen wir aber, wo er ist. Man sieht immer noch, wo seine Füße bestimmt. Risky Business. Alles klar, so verlieren wir die Runden hier. Zack, zack. Einer nach dem anderen lässt sich hier töten. Turbo Cock. Macht einfach nichts und kriegt den Kill. Wallhack, wieso ist er mitgegangen mit dem? Hex! Das gesehen? Durch die Wand ist er mit dem mitgegangen. What the heck is in there? Doch, oh, ich hab die Bombe, oder? Oh nein. Ich hab die Bombe. Wir sind auch immer noch einer weniger. Ich will das nur mal anmerken, dass wir pro Runde einen mehr töten müssen. Wie lege ich sie? Ah, gib mir das Backup! Scheiße, es ist richtig schade, dass es nicht dran steht, wie man die Bombe legt. Ich hatte jetzt echt erst E gedrückt. Nee, E ist aber falsch. Es ist F. Und oh, war, ich fand ich jetzt schon. Ist natürlich ein anderer Modus, ist auch was anderes. Muss man mal schauen, zoomen und zerstören. 10-4 kann man machen. Leider kam keiner mehr dazu, was ich ein bisschen schade finde. So, aber wir müssen jetzt immer noch ein paar Punkte holen. Aber diesmal wieder. Ach, wir müssen nochmal angreifen. Oh, Mist. Scheiß Spielervorteil. Gerade im Sommermodus ist das extrem, weil jedes Leben zählt. Abschuss bestätigt.
Na, ah, da war er doch. Hast ihn? Oh, gut, 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 gut. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Das war richtig knapp. Aber die Kniescheibe, ey, uff, das tat weh, das tat weh. Und Overtime. Jetzt sind wir wieder verteidigen, was natürlich für uns ganz gut ist. Ich finde Verteidigen viel einfacher. Tun wir. Komm schon. Ach, jetzt bin ich genau weggegangen. Meine Granate hat nämlich auch noch eingekillt. Ich wollte beide confirm. Das war es mir wert. 2-1 zu confirm ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall schon mal. Dann habe ich den Spielernachteil ausgeglichen. Komm schon, hol ihn dir wenigstens. Aber er hat ihn zwar im Blick, kommt aber wieder. Ist natürlich jetzt dumm. Er hat jetzt zwar den einen geholt, natürlich. Hat aber dadurch ja sowieso riskiert, dass noch einer wiederkommt, weil er hatte ja null irgendwie Ausweichmöglichkeiten, den nicht einzusammeln, bevor er stirbt. Und jetzt haben wir nur noch Die Friday. Nein! Jetzt haben wir nur noch den Lord. Okay, aber jetzt ist gleich schon einer im Gegnerteam ist gelieft. Jetzt sind wir gleich viele. Die Friday schreibt Noobs mit 6-6. Ist er natürlich the King. Macht's aber immer noch richtig. Und mit 6-6. Okay, nein, Quatsch. Wir sind Unterzahl. In der Unterzahl macht man es mit 6-6 nicht richtig. So. Aber es ist eine Niederlage. Die Friday 6-6. Schreibt Noobs in den Chat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Schreibt wieder ein. Bis dahin. Und tschüss.